Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, heute möchte ich ja mal präsentieren, wie macht man einen vernünftigen Milchkaffee. Und ich will dir mal zeigen, der ist gerade in dieser Sekunde fertig geworden. Das ist er. So sieht er aus. Ja, wie habe ich den jetzt gemacht? Es gibt ja verschiedene Wege. Ich weiß, es gibt Unterschiede zwischen Milchkaffee, Kaffee Latte und Kaffee au lait. Ich würde sagen, es gibt eigentlich nur zwei Kategorien. Das eine ist Kaffee mit Milch und das andere ist Milch mit Kaffee. Das hier ist Milch mit Kaffee oder Milch mit Espresso genauer genommen. Als Espresso habe ich verwendet Pets, das sind diese hier. Da sind zwei Espressos drin, jetzt hier. Die sind mit einer Espresso-Maschine gemacht von De'Longhi, eine ganz billige Maschine. Die Milch habe ich vorher 4 Minuten in der Mikrowelle, also ich fange an, indem ich also diese Tasse bis 3/4 mit Frischmilch fülle, mit kalter Frischmilch aus dem Kühlschrank. Dann gehe ich hin und stelle die Tasse in die Mikrowelle für 4 Minuten 600 Watt. Das ist bei jeder Mikrowelle ein bisschen anders, das müsst ihr ausprobieren. Die Milch ist dann sauheiß, die sprudelt schon, hat aber noch keine Haut drauf und es sind auch keine Klümpchen drin. Der sogenannte Lumbatsch. Das wollen wir nicht haben, das mag ich gar nicht. So, aber trotzdem ist sie brütend heiß. So, wenn die Milch schon heiß ist, gehe ich hin und schäume die auf mit einem solchen 2-Euro-Gerät von Venco Wensela. Das kriegt ihr für 2 € beim Edeka. Da sind Batterien drin, 2 Mignon-Zellen. So, und das spritzt jetzt wahrscheinlich ein bisschen, weil das noch nass ist, ja. Aber ihr seht, das Ding, das bewegt sich dann und damit könnt ihr die Milch sehr gut aufschäumen. Und wenn ihr die dann aufgeschäumt habt, dann tut ihr einfach die 2 Espressos rein und dann seid ihr fertig. Und dann habt ihr eine große Tasse super heißen Milchkaffee, der meines Erachtens eigentlich der beste ist, den ich kenne. Also auch besser wie in einem Restaurant oder so. Ganz einfach, weil er heiß ist. Wenn ihr den im Vollautomaten macht, dann wird er nie wirklich heiß. Dann ist er immer nur lauwarm. Und mit diesen Milchaufschäumdüsen, die an der Espressomaschine dran sind, davon habe ich nie was gehalten. Die spritzen nur rum und machen eine Menge Schweinerei. Und dann verbrennt sich sehr schnell die Knochen da dran. Ich halte da nicht viel von. Also, meiner Meinung nach macht man so den besten Milchkaffee und hat auch einen heißen Milchkaffee und auch eine vernünftige Schaumkrone. Wenn man einen guten Espresso nimmt, und das ist, glaube ich, ganz okay, dann wird er auch was. Ja, also ich finde ihn sehr, sehr gut. Er ist noch fast zu heiß. Das ist immer das große Problem, dass ihr das die Temperatur nicht hinbekommt. Ja, weil im Vollautomaten ist er immer nur lauwarm. Ja, und das gefällt mir nicht. Weil eine so große Tasse, die trinkt man nicht auf Ex. Da braucht man schon eine gewisse Zeit, um die leer zu kriegen. Und wenn der schon am Anfang kalt ist, dann trinkt ihr nach 2 Minuten, ist er ganz kalt. Und dann schmeckt er einfach nicht mehr. Ja, in jedem Sinne, ein Milchkaffee aus der Mikrowelle zuerst und dann mit dem Espresso-Automaten 2 Espressos rein, Zucker rein und damit wird er aufgeschäumt. Relativ einfach und ihr kriegt das beste Ergebnis. Das ist meines Erachtens das Beste, was machbar ist. Das ist besser als alles andere. Glaubt es mir. Probiert das aus, wenn ihr es noch nie probiert habt. Mikrowelle ist zum Milchaufwärmen top, weil es gibt keine Klumpen, keine Haut. Und die brennt nicht an im Topf oder so. Was ihr sonst, wenn ihr den auf den Herd stellt, dann brennt die an. Das habt ihr da nicht. Und das ist eine tolle Lösung. Ja, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Ich werde jetzt mal einen Milchkaffee genießen. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis dann. Ciao.